So, Antrunk oder Betrunk? Antrunk, was ist denn das? Austrunk. Ja, was ist ein leichtes oder ein schweres Bier? Ist leicht. Na, das ist ja nur Lassen wir 0,33. mal die Wahl hin, ja. Naja, also. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testolios. Solange wie Rico noch austrinkt, muss ich schon mal anmoderieren hier. Er dreht sich immer noch um das Boxyland Geschenk für den Mann. In der kleinen Variante 6 Bier, also 1 Sixer. Wir testen natürlich ausländische Bier. Genau, damit fangen wir jetzt an hier mit dem Taiya aus Asien. Singapur. Wie bei alle Biere mit Alkohol, nicht Autofahren, in der Schwangerschaft vermeiden, also gar nicht trinken. Aber ich doch alkoholfreies Bier. Joyboy. Hier ist noch eine Internetseite, www.tigerbier.com. Was haben wir denn hier? Für optimalen Genuss gekühlt 4 bis 6 Grad Celsius servieren. Zutat: Gerstenmalz, Maisgrieß, Hopfenextrakt und Wasser. 40 Kilokalorien je 100 Milliliter, also bis bei 3,30, bisschen über 120 Kilokalorien. 5 ein hier. 5%. 5 Volt, Ja. naja. Ja, Bent, also. Rico schmiegt gleich seine Popels drin. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie das Bier überhaupt aussieht. Als Vergleich haben wir hier immer eine Tasse Röhr stehen, natürlich. Das ist ja nicht so, dass wir hier trinken, das ist ja Vergleich. Relativ hell. Sprudelt auch gut. Ach, siehst du, kann man ein bisschen mehr drin. Ja, und durch dieses kleine Büchlein hier kann man gleich mal gucken, wo das Tigerbier ist. Also, Trinktemperatur 5 bis 7 Grad, ist ein Lager. Brauerei ist Asia Pacific Breweries. Ach so. Und die haben noch weitere Biere in der Brauerei: Heineken, Guinness, ABC, Anchor und Barron's. Okay. Ideal dazu kann man essen Geflügelbraten und Salat, steht hier. Rico hat ja hier nicht kredenzt. Ne. So, also der Schaum, der ist jetzt weg. Leicht oder fest? Naja, der ist weg. Leicht. Ja, war er leicht? Naja, leicht oder fest? Gibt es noch die Wehen? Naja, das gibt jetzt 6 Punkte. Leicht ist Ja. ganz links und fest ist ganz rechts. Tja, was würde denn ein Experte sagen? Also, mir kommt der recht fest vor. Nee, gar nicht. Na, also hier in der Flasche schon. Also, der Ach so. nimmt kaum ab. Ist recht viel. Die Temperatur ist ja auch schon die falsche. Ja, den Schaum würde ich jetzt wirklich eher fest als leicht beschreiben. Schaum. Was hast du noch? Klarheit. Ist das Das ist klar schon oder sehr trüb? Ja, klar. ne? Also nur Wasser ist klarer. Ja, also sehr klar. So, die Farbe ist auch recht hell, muss ich sagen. Gucken. Ja, hier. Der Geruch. Ich fand's nicht schön. Was steht da? Also von schwach bis stark. Das ist eher schwach. Na, obwohl. Mach Mitte, ist Ende. ja wirklich so. Antrunk oder Betrunk? Antrunk, was ist denn das? Austrunk. Ja, was ist ein leichtes oder ein schweres Bier? Ist leicht. Na, das ist ja nur Lassen wir 0,33. mal die Wahl hin, ja. Naja, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein schweres Bier ist. Ich würde sagen, das ist ein mittleres. Das ist jetzt nicht so leicht Na, dann wie mach leicht Mittel. ne? Also da. Den dritten da, genau. So, sehr süß oder sehr herb? Na, süß ist es nicht. Ist auch nicht so herb. Könnte der süßer als herb. Ja? Ja, auf jeden Fall. Na gut, ich würde das eher so als mehr blumig als herb beschreiben. Dann ist das blumig. Gut, also machen wir es hier hin oder was? Eher süß als herb. Würze. Würze. Mild oder würzig? Also ich denke, das ist mehr. Mild. Ja, ich würde die zweite nehmen. Das ist jetzt nicht zu mild. Ja. Weil ich sage mal, wie der Rosenpilz war für mich bis jetzt das mildeste, was es gibt. Also Wir das müssen ja ist. unbedingt Rosenpilz mal probieren.
schmeckt es denn? Sehr mild. Ganz leicht malzig. Aber wirklich nur leicht malzig. Für den Nachgeschmack merkt man, dass das ein Lager ist. Wenn ich das jetzt vergleichen würde mit Hasseröder, ist das leicht malziger wie das. Weil Malz schmecke ich bei Hasseröder gar nicht. Ja, gut. Jetzt das Allerwichtigste. Die Gesamtbewertung. Hat es dir jetzt geschmeckt oder nicht? Also man kann es... Willst du in den Laden gehen und eine Kiste davon kaufen? Oder nicht? Ich sag mal so, wäre ich in Singapur, dann würde ich das Bier als erstes trinken. Ja, weil du jetzt kennst, ja. Es gibt bessere Biere, also von meiner Seite aus. Ich würde jetzt nicht unbedingt in den Laden gehen und würde dann eine ganze Kiste von holen. Aber ich wäre nicht abgeneigt, da mal einen Sixer von zu holen. Strandbier ist das. Ja, zum Beispiel. Ja, Strandbier, das ist nämlich die Sache, weil als ich in Rostock war, da gab es öfter mal so eine leichten Biere, ja nicht so eine herben. Na, Becks. Ja. Becks Light und. Naja, so komischerweise kein Radeberger oder Warsteiner oder hast du oder na gut, Rostocker gab es da. Rostocker. Wir wollen nicht abschweifen. Ja. Ja, ein relativ entspanntes Bier. Ich würde es auch trinken wollen, nochmal. Ja. Gut, also ist es eher im erhobenen Mittelfeld, wa? Das ist weit vorne bei, auf jeden Fall. Wir haben jetzt 6 Sterne hier. Wie viel würdest du denen geben? Schwer zu sagen, aber jetzt, ich würde denen 4 Sterne geben, weil ich sehr kritisch bin. Da wäre ich auch dabei. Auf jeden Fall 4. Also 4 von 6 Sterne, die in diesem Katalog da gibt, in diesem komischen. Der Tutor. Tja. Könnt ihr mal eine Kommentare schreiben? Vielleicht hat das ja mal einer von euch getrunken. Was nehmen wir danach? Wir müssen das nächste Video anteasern. Im nächsten Video. 1, 2, 3 oder 4? 4. Oh, warte. Nur die Rückseite, von wo das kommt. Gibt es aus einer grünen Flasche diesmal? Kannst du das lesen? Ja. Aber ich kann es nicht aussprechen. Schaschkowskiska. Carlo. Ja, das gibt's dann im nächsten Video. Du musst mal austrinken hier. Wahrscheinlich Carlo Watschko oder Watzko. Du hast doch kein Russisch gehabt, oder? Nein, das ist ja eher, ich glaube, das ist eher kroatisch, oder? Denke ich. Carlo Watschko, oder? Jetzt habe ich das war. Carlo Watschko. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis demnächst.